Augsburg war Treffpunkt der Kajaksportler und der reißende Augsburger Eiskanal diente erstmals als Schleuse zur Weltmeisterschaft. Insgesamt wurden 9 Titel vergeben. In der Mannschaftswertung der Zweier-Kanadier holte sich die GSR den einzigen Auslandssieg. In allen übrigen Disziplinen jedoch ließen die Deutschen keinen Titel über die Grenze gehen. Zehntausend Zuschauer erwarteten die spannungsgeladene Auseinandersetzung der Faltbooteiner. Auf der 600-Meter-Strecke sind 25 Hindernisse zu bewältigen. Die Wassertemperatur ist wenig sommerlich, sie beträgt genau 13 Grad. Raffinierte Wellenrutschen, Kehrströmungen und tückische Strudel verlangen von den Teilnehmern fast akrobatische Kenterkünste. Sozusagen mit allen Wildwassern gewaschen, zeigte sich der deutsche Manfred Vogt. In einem bravourösen Durchgang distanzierte er die gesamte Weltelite und wurde Kajakkönig vom Eiskanal.